Ah, geht schon los. Hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Expertenwebinar. Heute mit Anja Straßburger und Thomas Reich. Ja, ich begrüße Schönen guten euch. Abend. Hi, guten Abend. Anja Straßburger von der Côte d'Azur spricht Deutsch, Französisch, Englisch und Ruhrpott-Slang. Lebt mit 4 Kindern, 1 Mann und 13 Tieren wie Gott in Frankreich. Autorin, Internettexterin und Verkaufstrainerin. Alles aus einem Hirn, wie sie selbst sagt. Das optimale Zusammenspiel von Werbetexten, Webdesign und Suchmaschinenoptimierung. Werbetexte, die Umsatz machen, Verbalerotik für Verkaufstexte und Klartext statt Marketinggeblubber. Und dabei sind die beiden eine sehr schöne Ergänzung, denn was Anja schriftlich kann, kann der Thomas mündlich. Er steht auch für den Klartext da und mit Frau Maria und Tochter Lotta kommt er aus Sevelten bei Kloppenburg bzw. erreichbar in Hamburg. Der Business- und Rhetorik-Coach, um das Geschäft auf einen höheren Level zu bringen. Autor und Verkaufstrainer mit Leidenschaft. Steigerung aus eigener Beobachtung ist noch ein Verkaufstrainer-Trainer, was ich selbst mal anschauen durfte. Sehr schön. Also er kann gar nicht anders, um Leuten Wissen zu vermitteln, wenn das nur eine Visitenkarte ist oder die Buchübergabe. Es kommt immer irgendwas rüber von ihm. Und er spricht auch gerne ständig andere Menschen an, immer auf eine wertschätzende Art. In seinem Erstlingswerk hat er uns dargestellt, wer den Umsatz macht. Wir wissen nun, was Werksprache ist und was Weichmacher sind. Jetzt ist die Frage, gibt es hier beim Flirten den Hartmacher? Hier sind Thomas und Anja. Hartmacher, den merke ich mir natürlich. Ja, schön, haben wir doch schon mal was Okay, gelernt. da haben wir was gelernt, ja. Für den Akquise-Quickie brauchst du auch einen Hartmacher. Das ist schön. Jürgen, das wird, wie nennt man das immer so schön dann, Jürgen? Running Gag. Running Genau, Gag. Okay. das wird Folgen haben. Anja, dann halte ich mal die Klappe und du flirtest mal als erstes los heute Abend. Ich lasse mich mal überraschen, wie lange du das schaffst. Da habe ich doch gerade mal eine Frage an euch Zuhörer. Flirtet ihr gerne? Na klar, ja klar, das ist aber ganz eindeutig. Dann stelle ich euch direkt noch eine Frage. Macht ihr gerne Akquise, Kaltakquise? Ah, Stefan Anders, Flirten ist für mich ein Gräuel. Gräuel. Sabine, manchmal ja, persönlich lieber als Telefon. Nein, sagt Iris. Kaltakquise ebenso, je nachdem. Ist schon etwas weniger eindeutig als beim Flirten. Die meisten Menschen haben beim Begriff Kaltakquise ein komisches Gefühl in der Magengegend. Stellt euch bitte einmal folgende Situation vor. Ein Mann und eine Frau haben sich im Internet kennengelernt und treffen sich zum ersten Date. Die beiden haben sich in einem Restaurant verabredet. Richtig schick. Am Abend des Geschehens wollen sich natürlich beide von ihrer allerbesten Seite zeigen. Jeder brezelt sich richtig auf, um möglichst überzeugend zu wirken und auch gut rüberzukommen. Sexy. Naja, und ein bisschen Lampenfieber darf natürlich auch sein. Doch wer besser drauf ist, kommt auch besser an. Denn für den ersten Eindruck gibt es bekanntlich keine zweite Chance. Der Abend läuft bestens. Köstliches Essen, schicker Wein, leckerer Espresso und im Gespräch knistert es zwischen den beiden. Und es funkt. Irgendwann kommt dann der Punkt, konkret zu werden und die Frage zu stellen, zu dir oder zu mir. Was danach passiert, das denkt euch jetzt bitte einfach mal. So weit, so gut. Ihr fragt euch womöglich gerade, was hat das überhaupt mit dem Verkaufen zu tun? Ganz einfach. Verkaufen ist Flirten. Und wenn ihr das erstmal für euch selbst begriffen habt und verstanden habt, wie es geht, dann macht Verkaufen auch richtig Spaß. Wer sich selbst, seine Dienstleistung oder sein Produkt so richtig gut in Szene setzt, der bekommt auch die besseren Abschlüsse. Ihr gewinnt wesentlich schneller Kunden und ihr erzielt mehr Umsatz in eurem Business. Habt ihr euch schon mal überlegt, dass die beste Website euch nichts nützt, wenn ein Interessent anruft und ihr es nicht schafft, am Telefon dann den Sack zuzumachen? Das ist genauso wie beim Flirten. Wenn ihr am Telefon eurem Kunden nicht die Frage stellt, zu dir oder zu mir,
dann bleibt er genauso wie beim Flirten immer der gute Kumpel. Wir kommen mal zu dem Thema. In unserem Buch heißt es, Wirkung verkauft, egal wie die Haare liegen. Also es sind tatsächlich Untersuchungen gemacht worden, was ist nötig, was brauche ich, um da draußen wirklich gut zu verkaufen. Und es wurde auch untersucht, ob es wichtig ist, dass die Haare gut liegen. Und es hat nichts damit zu tun. Dabei habe ich mir so eine Mühe gegeben. Ja, das ist auch schön. Und es ist auch gut, dass wir uns selber wohlfühlen, aber es ist nicht wichtig, ob die Haare wirklich liegen oder wir verkaufen auch damit nicht mehr. Wichtig ist vor allem, dass ihr in Zukunft darauf achtet, was ihr sagt. Denn auch dort wurde mal untersucht, wie viel Prozent von dem, was wir sagen, also vom sprachlichen Inhalt, ist nach 2 Stunden noch im Gedächtnis von unserem Gegenüber. Was glaubt ihr in Prozent, also von 0 bis 100, wie viel vom sprachlichen Inhalt, von dem, was ihr sagt, ist bei eurem Gegenüber, bei eurem potenziellen Kunden oder auch bei bestehenden Kunden nach 2 Stunden noch in seinem Gedächtnis? Schreibt es mal kurz in den Chat. So, 20, 20, 10, 7 bis 10, 20, 20. Was haben wir noch im Angebot? 5, okay. Oh, 1% haben wir auch. Mensch, das kommt doch von Jürgen, oder? Das ist doch sein Bild hier. Okay, also wir haben ein Maximum, habe ich gesehen, von 20%. Es sind tatsächlich nur schlappe 7%. So viel Finger bei euch. Nur schlappe 7% vom sprachlichen Inhalt bleiben unserem Gegenüber wirklich nach 2 Stunden noch im Gedächtnis. Das bedeutet umgekehrt, 93% sind weg, die sind nicht mehr da, die hat er vergessen. Ja? Weg. Einfach weg. Und wenn wir da mal drüber nachdenken, lohnt es sich im Grunde kaum zu reden. Jetzt kommt aber das viel Wichtigere. Das heißt, was glaubt ihr, wie viel Prozent, wieder von 0 bis 100, von eurer allgemeinen Wirkung, also so wie ihr auf euer Gegenüber wirkt, ja, egal ob es am Telefon ist oder auch face-to-face persönlich, wie viel bleibt dem Zuhörer, eurem potenziellen Gegenüber, 2 Stunden später noch im Gedächtnis? Schreibt es mal kurz in den Chat. So, oh, da geht es aber steil nach oben hier. 70, 80, 80, 70, 80, 85, 85, 95 haben wir sogar hier. Also vielen Dank für die schnellen Antworten. Es sind schlappe 30%. Mehr ist es auch dort nicht. 30%. Das Schöne daran ist allerdings, dass 30% mehr als viermal so viel wie der sprachliche Inhalt ist. Und das bedeutet, es ist wichtig, dass ihr alle in Zukunft darauf achtet, was ist mit eurer Wirkung? Wie wirkt es bei eurem Gegenüber? Was ist der erste Satz, den ihr sagen solltet, um wirklich schneller auf den Punkt zu kommen und um dauerhaft wirklich im Kopf und auch im Bauch zu bleiben bei den Kunden? Es gibt einen hervorragenden Satz, der ist so einfach, der ist so banal, wenn wir uns den angucken. Ja? Das ist eins unserer Zauberwörter dieses Jahr. Der ist so simpel. Und so energetisch, sagen, das ist das zweite Zauberwort. Oh, das hätte ich doch, da hätte ich doch auch selber drauf kommen können, verdammt nochmal. Also, der totale Akquise-Quickie ist der folgende Satz. Ich sage ihn ganz langsam, ihr dürft ihn mitschreiben. Unser Ziel ist es, bis Dezember 2015 davon 2 Millionen Stück, 2 Millionen Stück zu verkaufen. Und wir wissen sogar, dass wir das schaffen. Wir wissen, dass wir das schaffen. Denn das Geile ist, dass uns 80% für bekloppt hält und sagt, haben die einen Vogel oder was? Ein Verkaufsbuch, 2 Millionen Mal? Also hätten sie nicht den Verkaufsflirt, sondern den Verkaufsporno geschrieben, wäre es wahrscheinlich schneller gegangen. Ja, aber wir haben den Verkaufsflirt geschrieben. Und es gibt vier total simple Fragen, die ihr immer eurem Kunden stellen könnt, egal in welchem Business ihr unterwegs seid, egal welches Produkt ihr verkauft, egal welche Dienstleistung ihr verkauft.